Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin's wieder, Schmidti, wie ihr oben rechts sehen könnt. Und das bedeutet, es ist auch ihr Rennen in Spa hinter sich bringen wird. Beziehungsweise ihre zwei Rennen. Heute erwartet uns auch noch ein dazugehöriges Sprintrennen über die Dauer von 8 Runden, bevor es dann 22 Runden im Hauptrennen zu absolvieren gilt. Ja, vor mir, beziehungsweise auf dem Bildschirm, seht ihr das Fahrerfeld. Dieser Phil im Alpha, im Aston Martin ist heute Ersatzfahrer. Und ja, ich glaube auch, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, der einzige, nee, Balu, doch, Moment, ich glaube, es ist der einzige Ersatzfahrer. Bin mir aber nicht sicher. Egal. Spa, wie die fleißigen Zuschauer ja schon kennen, eine sehr, sehr anspruchsvolle Strecke, die auch einige Cuts gerne mal die Fahrer sammeln lässt. Besonders wichtig jetzt in der Quali und auch die Zeitstrafen im Rennen. Wunderschönen guten Abend an Beta. Schön, dass du da bist. Ja, wie ihr wahrscheinlich auch schon gehört habt, heute erste Mal alleine. Der gute Steel of Death wäre eigentlich dabei, nur der musste sich leider schon wieder verabschieden. Ist noch in der Lobby und auch in meiner Party hier mit mir. Aber wegen Rufbereitschaft musste der bereits weg. Wer weiß, ob der im Laufe des Abends nochmal zu uns stoßen wird. Sonst müsst ihr erstmal mit mir alleine Vorlieb nehmen. Da will ich mich endlich mal alleine austoben hier. Und Kaneki, der lässt direkt schon wieder die Schleimspur los. Und auf geht's. Pünktlicher Start hier. Und dann geht's ab ins Quali. Ich war eben schon mal mit ein paar Leuten in der Trainingslobby. Hab denen ein bisschen zugeguckt. Also, es könnte auf jeden Fall durchaus spannend werden. Wie gesagt, Spa eine Strecke, die extrem schwer ist und auch extrem lang. Dadurch die extreme Länge von der Strecke sind die Qualizeiten in der Regel extrem weit auseinander zwischen den einzelnen Fahrern. Da werden Abstände von 2 Zehntel auf einmal extrem kurz im Vergleich zu anderen Strecken. Ja. Moin auch an Imperio und die Schleimspur war nie unterbrochen, wird soll das wahrscheinlich heißen. Ja, irgendwie schleimst du aber auch nur, wenn ich im Stream bin. Naja, vielleicht alles für die Screentime wahrscheinlich, ne? Und ja, dann schauen wir uns das Ganze jetzt gleich mal zusammen an. Weniger tippen und mehr Runden ballern hier. Es war auch vor allem interessant, was die Setup-Möglichkeiten angeht. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die ein bisschen mehr Flügel im Mittelsektor auf jeden Fall sich viel, viel besser anfühlt. Es aber einem überhaupt nichts bringt, wenn man auf der Geraden dadurch nicht vorbeikommt. Das ist nicht so besonders gut, aber die Überholmöglichkeiten hier ist wirklich gut. Also die lange Camel Straight in die Combe rein, dann die ist schon echt geil mit DRS, ERS, Windschatten. Da fliegt man einfach nur vorbei. Das ist ein richtig gutes Gefühl. Aber leider auch nicht ganz so leicht, sich hier vom Hinterherfahrenden zu lösen über die Runde. Dementsprechend könnte es sogar zu einigen DRS-Trains hier heute kommen. Und ja, wer ist der Erste? Laut Wetter könnte es im Hauptrennen Regen geben. Ei, schön, ich hab's doch sogar vorhergesagt. Und jo, der Erste, der hier rausfährt, ist der McLaren, der Stadler.
Wunderschönen guten Abend auch an Daluka. Ja, einer der Ersatzfahrer auf der Liste, der es nicht geschafft hat, weil keiner mehr abgesagt hat. Freuen wir uns, auf der einen Seite freuen wir uns natürlich, dass die Stammfahrer alle da sind. Andererseits kann man auch mal gerne, gut und gerne andere Leute sehen. Nicht, dass ich euch nicht gern haben würde hier in der Serie, ne? Das, nee, nicht falsch verstehen. Ja, also sind wir die beiden McLaren, die direkt hintereinander, das gefolgt von einem Haas, das ist dann der Meister Popper. Ja, diese Doppel-Links-Puan-Kurve, extrem gefährlich, wenn man sich da links den Curb zu viel mitnimmt. Das hebelt das Auto extrem raus und kann in einem Dreher enden. Und vor allem, wenn man im Rennen dann dicht hintereinander herfährt. Oh, was macht denn Stadler hier? Wenn man im Rennen dicht hintereinander fährt, kann es da auch extrem zu Auffahrunfällen kommen. Servus auch an Phil, der hier als Ersatzfahrer noch kurzfristig eingesprungen ist. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, Balu im Mercedes ist natürlich auch ein Ersatzfahrer, da sitzt normalerweise der BMG-Mom natürlich drin. Wie konnte ich den vergessen? Und dann sehen wir jetzt hier Stadler das erste Mal auf die Runde gehen. Schauen, was die Höchstgeschwindigkeit hier von ihm heute sagt. Das geht auf jeden Fall über die 340, 343, 45 sogar vom Anbremsen. Also die Geschwindigkeitsunterschiede werden jetzt im Quali eher weniger den Unterschied machen. Aber wenn man sich dann mal überlegt, die 345 kommen auf einen zugerast. Wenn man selber kein DRS hat, dann wird das Ganze auf jeden Fall ganz schnell kritisch. Hier vielleicht auch noch ein bisschen zögerlich von Stadler, da kann man Curves ein bisschen mehr mitnehmen, aber ein bisschen zu früh den Apex gewählt, glaube ich. Aber erstmal eine Sicherheitsrunde machen und sich darauf aufbauen. Jetzt durch die letzte Schikane, die Bastop-Schikane, oh, extrem verbremst hier, da liegt auf jeden Fall noch einiges an Zeit. Und dann fängt er an mit 45,3, ja, danach kommt Digger. Und der geht direkt auf 44,6 runter. Der Meister Proper, was macht der? In die letzte Schikane rein, die Kräfte auf jeden Fall deutlich besser als das, was wir eben gesehen haben. Und dann ist es eine 43-0. Ja, wer kommt danach? Schnell, Jalin und Sergeant Kaneki. Der ein bisschen hat die Kappe gehabt? Wahrscheinlich ja. Der Kai ist auch auf seiner Hotlap. Oder? Nee. Doch. Doch, das sagt anders aus. Oh, Alex verpasst. Alex Athletics. Der sich auf die 2 setzt. Genauso haben wir Winker verpasst, der auf die 3 gegangen ist. Und Kim auch. 2000 zwischen Alex und Winker sehe ich gerade und jetzt kommt Kai 42,9 auch nur ganz knapp vor seinem Teamkollegen und Bruder. Dann der Rocking Rookie, der Williams war das. Ja, dann war Baloo hier. Dann kommen die beiden McLaren, die jetzt wahrscheinlich reinfahren werden. Und dann ist Stingray der nächste.
Und die Zeit ist auf jeden Fall schon mal echt okay. 43,3 auf die 5 vorläufig. Eine gute Runde. Danach kommt Yalin, der wird aber wahrscheinlich reinfahren. Der hat ja schon eine Zeit ge. Als nächstes kommt Sergeant Kaneki, gefolgt vom Holgra. Kaneki fährt rein, Holgra hat auch gecuttet. Ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Cuts sind hier extrem wichtig. Überhaupt eine saubere Runde hinzubekommen, ist schon schwierig. Da haben wir Gelb im letzten Abschnitt da. Ein Ticken leiser, ja natürlich. Wahrscheinlich eher die Autos. Die Dialoge brauchen wir nicht. So. Testen wir mal so. So. Es müsste mir einfach sagen, was ich machen muss. Was ich ändern sollte. So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen was verpasst hier. Wer kommt als nächstes? Ein Alfa Romeo. Imperio holt sich hier ein bisschen extra Schwung noch. Oh, und das sieht so aus, als hätte der nicht mehr genug Sprit. Was macht Sci-Fi? Der hat schon die ganze Zeit ERS an. Der wird also wahrscheinlich keine vernünftige Runde fahren, aber wir schauen mal auf Imperio. Wer ist dahinter? Ja, hinter ihm ist auf der Outlap der Sergeant Kaneki. Und Imperio kam auch auf die 344 kurzzeitig. Lila im ersten Sektor. Aber bei dem Spiel weiß man leider nie so ganz, ob das stimmt. Ob das auch wirklich lila ist. Meistens gibt es den Bug, dass es nicht wahr ist im Mittelsektor. Ja, Bad Reverend fährt rein. Danach kommt Phil. Nee, Phil nicht. Wer ist denn das da unten? Ah, es ist ein Williams. Die sehen irgendwie relativ gleich aus. Die Punkte. Williams und Aston Martin. So, jetzt habe ich's. Oh, die beiden McLaren starten ihre Runden. Imperio hat leider die Runde ungültig gemacht. Und fährt auch direkt rein. Kaneki startet dann seine Runde. Was macht Sci-Fi? Ja, auch gecuttet. Und dann ist Maffei der nächste. Oh, recht wenig Wheelspin und dann reicht das für P3. Gute Runde, gute Runde. 43,1. Als nächstes, ja, Schokomelmen beginnt seine Runde. Adlerholics beendet sie jetzt gleich. Hoffentlich sehen die beiden Aston Martins ihn. Der erste macht gut Platz. Den zweiten wird er hoffentlich nicht mehr anecken. Das ist Alex Athletics und Phil fährt rein. Okay, und dann kommt Adlerholics. Oh, leichter Quersteher da aus der letzten Kurve auf eine 43,7, die für P10 reicht. Dann ist Winker startet. Und dann ist wieder Stadler. Der, ich wollte gerade sagen, Stadler vor Digger, aber Stadler hat gecuttet. Fährt er rein oder beginnt er direkt noch eine? Der beginnt direkt noch eine, hat also anscheinend genug Sprit dabei. Was macht Digger? Der verbessert sich hier um eine halbe Sekunde und schiebt sich auf P11 vor. Balu
beginnt seine Runde. Und dann kommt Sergeant Kanecki im Ferrari und geht auf die 7. 43,4. Mafai hat gecuttet und wird reinfahren, denke ich mal. Oder? Ja, das ERS reicht eigentlich nicht für noch eine Runde. Ne, fährt rein. Kim wird eine Runde beginnen. Und dann, ja, Bad Reverend kommt dann, fährt auch jetzt erst auf seine Runde. Ein Haas kommt. Oh, Choco, ja, Choco Memmin habe ich nicht gesehen. Oh, starke Runde, 42,8. Alex Athletics geht auf die 3 zwischen die beiden Haas noch. Einer hat er jetzt direkt hinter sich. Den muss er jetzt direkt vor wieder vorbeilassen. Aber zumindest auf der Strecke. Hinten hat Holker sich, glaube ich, verbessert was. Ja. Und Winker hier. 2000stel vor Choco Melman. Imperio startet jetzt seine Runde. Meister Propper startet auch jetzt seine Runde. Und dann, Stadler geht rein. Ja, Digger auch. Dann, ja, Kanecki ist langsamer. Balu auch. Dann kommt Kim. Kim zockt offline. Und der hat 3,5 Zehntel Verbesserung. Die ganze Zeit hier das Menü auf. Mist. Ja, Kim jetzt entscheidend, wie er durch die letzten beiden Kurven kommt. Anbremsen sah gut aus. Und auch kein Wheelspin. Das ist eine gute Runde, die für P6 reicht. Und da kommt der zweite Red Bull direkt dahinter auf P3. Oh, 4000stel zwischen den ersten drei Plätzen. Das ist extrem stark. Aber Kai holt sich da direkt die Pole, oh, vorläufige Pole. 42,3, nochmal 15stel draufgepackt auf die Zeit. Alex fährt rein. Von der Zeit her schafft es Kai auf jeden Fall nicht mehr. Ich weiß ja nicht, wer gerade da noch vor ihm ist. Imperio 42,1, nochmal 2 Zehntel schneller. Ei, ist das. Und der zweite Haas schiebt sich auch nochmal auf P3 vor. Also, das hier ist jetzt extrem, extrem spannend hier vorne. Das ist dann ein. Weiß ich nicht. Ich kann es nicht erkennen, ob das. Wahrscheinlich ein Williams sein wird, genau. Ist ein Williams. Ist der Rocking Rookie. Und Jalin fängt auch seine Runde an, genau wie Rocking Rookie. Dahinter ist ein Red Bull, der wird wahrscheinlich die Runde jetzt reinfahren. Yep. Dahinter ist Kim, zockt offline. Wird wahrscheinlich auch reinfahren. Jalin hat jetzt gerade seine Runde beendet. Das heißt, dahinter ist jetzt der Stingray. Beginnen jetzt alle ihre Runden. Dann kommt ein Haas. Das ist dann wahrscheinlich der Kai. Der wird aber reinfahren. Ja, dann müssen wir jetzt mal wieder gucken, ein bisschen sortieren hier, wer wo ist. Die ersten drei schaffen definitiv keine Runde mehr. Das reicht leider absolut gar nicht. Aber vielleicht war das auch der Plan, dass sie hier keine Runde mehr setzen wollen. Dass sie nur zwei von den drei Softsätzen verballern. Und Rocking Rookie ist jetzt der Erste, der die letzte Zeit setzt. Und der hat
eine Sekunde Verbesserung. Das würde ihn jetzt gerade auf in Richtung P10 schieben. Vielleicht nicht ganz jetzt gerade. Aber vielleicht hat er ja noch ein bisschen. Die sahen auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus. Und dann hat er minimal verloren, glaube ich noch. Aber P13 kann man mit zufrieden sein. Dann, ja, Alex beginnt seine Runde jetzt. Die beiden McLaren auch. Und dann kommt Yarlin, der beendet seine Runde. Quersteher noch aus der letzten Kurve. Und es reicht nicht, um sich nochmal zu verbessern. Alkoholics greift nochmal an. Schokomelmen beginnt die Runde. Ah, Stingray hat sich dann noch nach vorne geschoben, genau. Und dann kommt Adlerholix. Ich habe jetzt gerade leider nicht gesehen, wie viel Verbesserung er hatte beim Umschalten. Ah, die letzte Kurve sah gut aus. Und das sind nochmal 7,5 Zehntel von 15 auf die 8 vor. Mit einer 43,0. Also extrem viele Zeiten hier, die nah beieinander sind. Maffei leider gecuttet. Was kommt von Sargeant Kanecki? Oh, die tut weh, der Verbremser. Und das war es dann wahrscheinlich auch mit der Zeit. Oh, immer noch eine leichte Verbesserung, trotz diesem großen Quersteher, was zumindest so aus meiner Sicht so aussah. Weil es könnte auch ein bisschen gesprungen sein vom Game her. Dann kommt Rocking Rookie, ja, der hat schon kein EHS mehr, beziehungsweise hat es aus, der ist auf jeden Fall langsamer. Alex Athletics kann hier nochmal auf die vorderen Plätze angreifen. Bis P4 ist hier, ja, P3 sogar, alles extrem nah beieinander. Das liegt auf jeden Fall in seiner Range, die er gerade an Verbesserung hatte. Und da kommt er über den Strich und es reicht für die 3 tatsächlich. Also, genau wie gesagt, es reicht für die 3. Dann wird es wahrscheinlich Yarlin jetzt gerade in die Box reingefahren. Holger geht auf die 8 nochmal. Schoko Melman geht auf die 3, schlägt auch nochmal Alex. Also die Zeit von Alex. Und ja, Adlerholix wird reinfahren, Stingray fährt rein. Und damit haben wir es. Das war's. Das ist das Starting Grid für unser Sprintrennen, was wir dann gleich haben werden. 8 Runden, Full Push und das Ergebnis des Sprintrennens ist dann die Startaufstellung für das Hauptrennen. Wir haben Imperio auf der 1 vor Kai Hawaii und Schokomelmen. Dann Alex mit einer starken Runde auf der 4, schlägt den zweiten Haas vom Meister Bropper. Winker vor seinem Teamkollegen. Extrem starkes Ergebnis für die beiden Red Bull. Holgra auf der 8, Adlerholix auf der 9, Stingray 10, Kim auf der 11, gefolgt von beiden Ferraris. Phil holt sich die 14, gefolgt von Digger, Rocking Rookie. Balu, Stadler dann auf der 18, Yali 19 und ja, vom zweiten. Ja, zweiten Alfa Romeo, wie ja eigentlich gar nicht anders erwartet. Ohne Zeit natürlich letzter. Also hätte da gar nichts anderes erwartet. Der Start wird um 20:28 Uhr sein. Das sind dann jetzt, stand jetzt 6 Minuten oder 5 Minuten und ein bisschen. Jetzt genau 5 Minuten. Ja. Genießt die. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, wie der eigentliche Mann am Hebel, der Nicke Mahler, der heute ausgefallen ist, dass hier Musik bekommt. Die Möglichkeit habe ich leider nicht. Aber ich kann euch mal ganz kurz noch, bevor ich weggehe, mal zeigen, wer hier überhaupt noch ein paar Reifen hat. Also sehr viele, die sich hier einen kompletten Reifensatz gespart haben. Seht ihr hier alle, da wo 3 ist,
Die haben alle drei genommen, die sie normalerweise zur Verfügung haben beim Standard. Da wo nur zwei sind, die haben auf jeden Fall noch einen frischen, der vielleicht bei einem späten Safety Car auf jeden Fall zum Einsatz kommen kann. Ja, und damit mache ich auch mal ganz kurz Pause. So, wenn man alleine ist, geht es ein bisschen mehr auf die Stimme. Ein bisschen die Stimme schon auch mal was zu trinken holen. Könnt ihr auch machen und es sieht auf jeden Fall trocken fürs Sprintrennen aus. Also, ganz kurze Pause, holt euch was zu trinken, entleert euch nochmal, holt euch das Popcorn, denn gleich wird hier eine Show abgeliefert. Und ja, dann hören wir uns in ein paar Minuten.
So, damit starten wir dann auch in die Einführungsrunde zum Sprintrennen. Ja, Reifen werden wir wahrscheinlich nichts wirklich Besonderes. Doch, Adler-Holex versucht es auf den Soften. Ungewöhnliche Wahl, aber okay. Kann man auf jeden Fall versuchen, wenn vielleicht sogar ein Safety Car kommt, ist das eine gute Alternative. Und ich weiß nicht, was gerade los ist, dass hier wirklich alles ein bisschen am Springen ist. Naja, hinten sieht es eigentlich besser aus. Okay. Ja, hier Anbremszone, Ende, Hänger, Camel Straight natürlich. Hänger ist in Silverstone. Camel Straight in die Lecombe-Schikane rein. Bis zum Anbremsen dürfte das eigentlich vorbei sein, das Überholmanöver. Und dann gehen wir hier. Da ist Imperio sogar schon in Pouen. Bzw. ist er schon raus. Kai ist noch davor. Der macht hier extrem langsam. Doppel-Links hier nicht zu weit auf den Curb kommen. Und auch sehr gefährlich, dass man hier weit rausgetragen wird. Und ja, wo noch eine gute Überholmöglichkeit ist, ist dann am Ende von diesem dritten Sektor in die letzte Schikane rein, in die Bus-Stop-Schikane. Ja, gut, Rennstrategien ist ja wahrscheinlich eher hinfällig, denn wenn man nicht keinen Schaden hat, dann möchte man hier auch eigentlich nicht unbedingt stoppen. Und ja, Imperio steht schon fast. Während die Verfolger Kai noch gar nicht in der letzten Kurve waren. Ja, aber eigentlich ist es hier auf der Strecke nicht besonders gut, von P1 zu starten. Man möchte nur ungern das erste Auto auf der Camel Straight sein, da der Windschatten halt extrem greift. Ja, von wo gucken wir uns das ganze Spektakel mal an? Kameraperspektive auch nicht so besonders gut. Ich glaube, das hier ist noch mit die beste auf Chocomelman drauf. Und dann geht's los. Und Chocomelman, glaube ich, mit einem extrem guten Start. Ja, extrem nicht, aber gut. Auf jeden Fall sehr, sehr zögerlich. Hinten auch noch. Sah auf jeden Fall ja gar nicht mal verkehrt aus, der Start. Chocobelman ist vorbei an Kai. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal onboard von Kai an. Und wie hier das ERS gedrückt wird und der Windschatten zieht. Aber hier gibt es keine Wechsel vorne. Hinten wird da ein bisschen Side by Side gefahren. Oh, da kommen das Rockin' Rookie und Balloon ein bisschen nahe. Aber die schaffen es sogar zu zweit durch die Kurve. Rockin' Rookie ein bisschen off-track. Aber es geht, es geht. Sie schaffen es und, oh, da gab es glaube ich nochmal eine leichte Berührung. Aber es geht wirklich gut. Aber, oh, da steht da doch Digger. Ja, sch extrem schade. Das ist, bis dahin ist es gut gegangen. Keine Ausfälle. Ansonsten bisschen Rangeleien, aber jetzt nichts, was wirklich beunruhigend wäre. Und ja, die erste Runde ist die schlimmste eigentlich. Und jetzt heißt es nur noch dranbleiben, nicht den Anschluss verlieren, wie jetzt gerade Alex Athletics leider schon. Hier waren sie auch mal kurz nebeneinander, Sci-Fi und Starter. Aber hier macht keiner was irgendwie doch. Die beiden Ferrari tauschen. Oh, ja, ein großer Quersteher da von Maffei. Locking Rookie vielleicht in
Kurve 1 rein, ein Move. Nee, nee, macht er nicht. Und jetzt geht es das zweite Mal auf die Camel Straight und gelb. Da haben wir im VSC. Da steht Balu in der Boxenausfahrt. Hat es ihn erwischt. Hat es ihn reingedreht. Zum Glück kam er da recht schnell weg. Aber ist jetzt ohne Flügel unterwegs. Imperio hier extrem schnell unterwegs. Oh, Schokomelm in 5 Sekunden gelbe Flagge ignoriert. Okay. Okay, interessant, was da jetzt wäre. Wunderschönen guten Abend an Steely's Mom. Schön, dass du da bist. Und auch danke und hallo an Finn und auch die an die Subscription im 19. Monat bereits. Starke Nummer. Starke Nummer. Finny Boy. So, wann endet denn das VSC jetzt? Und ei, hat da der Schoko Melman ein extremes Loch reißen lassen. Ja, puh. So extrem, dass schon das Imperio einfach da bestimmt jetzt 2 Sekunden weg ist. Und hinten steht ein Ferrari, stand da kurz, der Mafai. Der ist jetzt aktiviert. Mafai hat, weiß ich nicht, ob er da Schaden hat. Ja, Schokomelmen, wie gesagt, 2 Sekunden verloren auf Imperium. Hat aber halt jetzt auch kein DRS, aber ich glaube, Kai ist da ein bisschen zu weit weg. 8 Zehntel holt man normalerweise jetzt nicht so leicht auf der Geraden auf. Man holt viel auf, ja. Aber du musst schon eigentlich wirklich alles pushen, was du hast, um da so viel zuzufahren. Ja, wie gesagt, das ist nicht so ganz einfach dann mit so einem Abstand dann. Da musst du schon doch näher dran sein. So 6 Zehntel reichen dann, um da einen Move zu machen. Aber Imperio kann auch die 2 Sekunden jetzt gerade halten. Vorne, hinten, Kaneki an. Hä? War doch Kaneki mit dabei? Ne, die beiden Williams tauschen hier. Da ist Rocking Rookie an King vorbei. Und dann gehen wir wieder nach vorne, wo Meister Propper jetzt den Druck auf Alex Athletics machen will oder erhöhen will. Ja, wenn er ein bisschen mehr gepusht hätte, hätte er vielleicht sogar einen Move hier reinmachen können. Oh, aber er zwingt da Alex in den Fehler. Er verbremst sich da ganz extrem, aber er rutscht ein bisschen über die Hinterachse und deswegen kommt da kein Move, aber an der Stelle in Kurve 1 rein zu überholen, ist nicht die schlauste Idee. Weil dann bekommt man selber kein DRS natürlich. Der Messpunkt für die lange Gerade ist dann genau hier in der Senke. Oh, jetzt Kai. Naja, das reicht für Kai immer noch nicht. Aber dann schauen wir lieber mal einen zweiten. Der fliegt nämlich hier am Mercedes vorbei. Adler Holix auch an Holgraf vorbeigegangen. Auf den Soften muss er das. Jetzt muss er auch direkt im Mittelsektor. Oh, da steht Alex Athletics. Ja, also sagen wir, Adler Holix muss jetzt auch im Mittelsektor dann die soften Reifen nutzen. Um erstens mal die Lücke zu Winker ein bisschen kleiner zu fahren, um ins DS-Fenster zu kommen. Und um natürlich von den Verfolgern wegzugehen, um die Lücke zu reißen. Ja, Alex fliegt noch weiter nach hinten. Da haben wir unsere erste 3-Sekunden-Strafe
für Meister Proper. Oh, an der Stelle zu zweit habe ich auch noch nicht oft gesehen. Machen sie aber gut. Rocking Rookie extrem stark unterwegs hier. Geht auf jeden Fall nach vorne für ihn. Gucken, wie Kaneki da jetzt gegenhält, ob er da jetzt schon den Move macht und damit Rocking Rookie zweifaches DRS geben würde. Nee, macht er nicht. Kim macht es aber gegen Alex Athletics. Ah, nee. Doch nicht. Und Alex geht aber rein. Der hat anscheinend Schaden. Aber bis jetzt haben wir es ohne Safety Car geschafft. Das ist schon mal auf jeden Fall ein Fortschritt im Vergleich zu anderen Serien, die ich hier gesehen habe bereits. Aber, oh ne, Kai macht den Move noch nicht hier. Aber Winker geht an Meister Proper vorbei und auch der zweite Red Bull macht an der gleichen Stelle ein Überholmanöver gegen Holgra. Athletics hat auch die Plätze gegen beide verloren gehabt. Also sind die Soften vielleicht doch nicht ganz so das Wahre gewesen bisher. Sci-Fi auch an Williams von Kim vorbei. Ja, es tut mir auch übrigens leid, ich kann nicht auf alles achten, jetzt wo man hier alleine ist. Ich gebe mir Mühe, dass ich so viele Manöver drauf habe, wie es geht. Oder an den guten Stellen auch drauf achte. Aber besonders hier bei so Trains ist es extrem schwer, wieder einen Angriff machen. Und die beiden Red Bull können jetzt ein absolutes Teamplay spielen. Winker kann Meister Proper in einen Fight verwickeln, beziehungsweise so ein bisschen aufhalten, sodass Bad Reverend in der 3-Sekunden-Strafe drin bleibt. Und hinten geht Digger hier im letzten Sektor am Kim zockt offline vorbei. Mal schauen, ob das sich nicht gleich rächt, indem der Kim vorbeifährt. Stadler holt sich auch 3 Sekunden. So, und dann gehen wir direkt auf das erste hier, wo es spannend werden könnte. Schokomelme bereits ohne ERS. Kai noch mit 60% sogar. Und damit ist Kai vorbei. Winker schafft es, vor Meister Proper zu bleiben. Stingray ist an Holgraf vorbei. Rockin' Rookie und Sergeant Kaneki tauschen wieder. Sci-Fi geht am zweiten Alpine von Yalin vorbei. Oh, und die beiden. Oh, die beiden Aston Martins werden sich dann nicht ganz einig. Da war Holger ein bisschen off track. Rocking Rookie mit Zeitstrafe. Oh. Ein bisschen vielleicht Misskommunikation. Ich weiß nicht, ob da irgendwelcher Austausch stattfindet. Kaneki aber jetzt auch mit 3 Sekunden. Das heißt, die Position behält Rocking Rookie, wenn er vorne bleiben kann. Aber jetzt mal schauen, ob Schokomelmen nicht hier vielleicht sogar nochmal angreifen kann. Mafai auch mit 3 Sekunden. Ja, vorletzte Runde jetzt. Jetzt muss nochmal alles gegeben werden. In Angriffsweite wäre Schokomelmen tatsächlich. Reicht das? Nein, Kai pusht wahrscheinlich da gut gegen oder hat auf jeden Fall gut gegen gepusht. Winker, oh, was ist da passiert? Hinten, da steht Holger, den hat's in Orange erwischt. Rocking Rookie bleibt hier auch noch vor Kaneki, oh, die gehen zu zweit in die Kurve rein. Und Kaneki holt sich die Position. Schönes Side-by-Side da. Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht.
Ja, wenn ich mir die IHS-Stände so angucke, wird das für Schoko Melvin wahrscheinlich nichts. Würde sogar noch auf P4 zurückfallen. Das heißt, Winker hätte hier, wenn er nicht noch eine Sekunde verliert, da hätte er hier ein Sprintpodium. Meister Popper hat halt auch die Zeitstrafe noch. Und mit der Zeitstrafe von Meister Propper fällt er auch aus den 5 Sekunden von Schoko Melvin raus. Bedeutet, Schoko bleibt auf der 4 letztendlich. Austin hier minimal verbremst. Und ja, Imperio in der letzten, also im kompletten Sprint drin, eigentlich recht dominant gewesen. Seit dem VSC, da hat, wie gesagt, Schoko Melvin ein bisschen extrem viel Abstand gelassen. Seitdem war Imperio auf und davon. Und hier geht Schoko Melvin am Kai nochmal vorbei. Wird am Endergebnis halt nichts ändern durch die Zeitstrafe. Aber Winker jetzt, das wird nochmal ganz knapp. Muss Winker im Mittelsektor jetzt Wunder vollbringen. Oder einfach nur den besten Mittelsektor fahren, den er bisher hatte. Kai holt sich auch noch 3 Sekunden. Ja, okay, wird nach hinten auf jeden Fall nichts auswirken. Solange er jetzt nicht 2 Sekunden hinter Schoko Melvin noch ins Ziel kommt, wird das da auf jeden Fall auch nichts ausmachen. Wo es noch extrem spannend ist, ist Bad Reverend und der Stingray. Aber da wird es wahrscheinlich auch nichts mehr werden. Ja, die Abstände sind leider zu groß, um da jetzt, dass da jetzt noch einer in die Bus-Stop-Schikane reinhalten würde. Aber ja, vorne haben wir Imperio, der hier sich den Sprintsieg sowie die Pole Position auch fürs Hauptrennen holt. Dahinter dann Schoko Melvin, zumindest auf der Ziellinie, auf der Strecke auf P2. Winker schafft es nicht, Schoko Melvin noch zu holen. Bleibt dadurch auf 4. Stingray und Bad Reverend rutschen nach vorne durch die Zeitstrafe von Meister Propper. Phil holt sich P8, Adlerholics P9, Psyfy schon von 20 auf die 10 vorgefahren. Jalin dann 11. Sergeant Kaneki 12. Rockin' Rookie auf die 13. Digger 14. Kim 15. Mafai 16. Alex Athletics auf der 17. Holgra 18. Dann kommt hier noch Balu ums Eck auf der 19. Und dann zu guter Letzt der zweite McLaren, der Stadler. Und damit ist der Sprint auch schon vorbei. Und wir haben die Startaufstellung für unser Hauptrennen. Auf jeden Fall haben wir gesehen, dass die Strecke extrem viel Potenzial hat, um gute Überholmöglichkeiten zu bieten. Wir hatten einige Überholmanöver, auch wenn wir leider nicht alle sehen konnten. Hier nochmal dann das Endergebnis. Ja, haben wir schon einmal durchgegangen. Hier sieht man es noch einmal ohne das ständige Getausche durch Zeitstrafen. Jo. Und das ist auf jeden Fall doch spannend gewesen. Adlerholics haben seine Soften leider dann doch ein bisschen verlassen. Genau da geendet, wo er auch gestartet hat. Und ja, das war's dann auf jeden Fall schon mal mit dem Sprint. Wann der Rennstart ist, sehe ich jetzt um 20:53 Uhr. Ich mache noch mal ganz kurzes Päuschen. Und dann haben wir gleich 22 Runden pure Action und vielleicht sogar mit Regen. Das sehen wir jetzt noch.
Vielleicht. Es ist auf jeden Fall dunkel. Trocken ist es noch, aber es ist dunkel. Also vielleicht sogar mit potenziellem Regen. Das wäre natürlich für uns Zuschauer extrem spannend. Ich habe es mir gewünscht, auch wenn die Fahrer das nicht ganz so hören wollten heute Nachmittag in der Gruppe. Ja, wie gesagt, ich mache kurz Pause, Stimme schon. Und ja, dann sehen wir gleich, wie sich die Fahrer entschieden haben, ob der Regen früh kommt oder ob er gar nicht kommt, und wie stark er wird, wie spannend das Rennen wird. Das sehen wir alles in 4 Minuten. Ja, so, damit gehen wir in das Hauptrennen rein, also in die Einführungsrunde des Hauptrennens.
Imperio auf den Soften, okay. Wer noch alles? Oh, Kai, sehr viele auch Soft. Daraus würde ich jetzt einfach mal schließen, dass anscheinend der Regen recht schnell einsetzen soll. Ja, Imperio, Kai und Schokomelmen auf den Soften. Winker und Red Rebel auf Medium. Dazwischen ist Stingray auch auf Soft. Ja, und dann haben wir den zweiten Harz. Ja, bis eigentlich zu Yharnam. Also 7 bis 11 stehen auch auf den Soften tatsächlich. Ja, Kaneki, der Einzige, der es auf hart versuchen will. Und ja, hinter Kaneki nur noch Rocking Rookie, Marfei und Baloo auf Mediums. Sonst sind tatsächlich alle auf Soften. Also von 20 Fahrern haben wir nur 6, die auf eine härtere Mischung gegangen sind. Ja, wie gesagt, daraus kann man eigentlich nur schließen, dass der Regen recht früh einsetzen soll, den wir hier vom Ferrari-Kommandostand prognostiziert bekommen haben. Aber es ist halt auch der Ferrari-Kommandostand. Da weiß man ja nie so ganz, was stimmt. Vielleicht steht er deswegen auch auf harten, weil es der Ferrari-Kommandostand ist. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Vor allem die Strecke ist nicht besonders einfach, wenn sie im Regen gefahren wird. Und dann kommt es auch extrem. Oh, ich glaube, da fängt es auch einfach schon an. Da fängt es schon an. Da kommen schon die ersten Tropfen. Da war gerade ganz kurz der Jumpscreen mit ganz vielen kleinen Tropfen. Und es fängt einfach jetzt schon an zu regnen. Also, ja, die Softs waren definitiv die richtige Entscheidung. Ich denke nicht, dass es lange dann noch trocken bleiben wird. Ei, wir haben ja hier nochmal eine vernünftige Kameraposition. Die ist ja mal gut. Ausnahmsweise schön. So. Und damit haben wir hier die 5 roten Lichter, die angehen und ausgehen, und dann geht's hier ab. Adlerholix mit dem guten Start direkt gegen Phil, sieht man schon recht links die Positionsänderung. Schokomelmen holt sich wieder mal Kai am Start. Kai ist wirklich so nicht ganz so der Startmensch. Hinten geht es ein bisschen Side by Side sogar. Stingray vorbei, schon an Winker. Phil auch vorbei an Meister Propper. Bisher im besten Start hat Holgra mit 4 Positionen. Kim kämpft hier gerade auch noch um eine. Holgra jetzt mit 5 Positionen, schon hinten wird fleißig getauscht noch. Seifer auch wieder auf 9 schon, oh, aber extrem weit, da die Position wird sich Adlerholic jetzt zurückholen, ja. Und Imperio schon aus der Sekunde von Schokomelmen raus. Ja, ansonsten ist nur Stadler hinten schon aus dem Sekundenfenster raus. Oh, da wurde es ganz, ganz knapp mit dem Heck von Marfei und Kim. Und da dreht sich ein Mercedes, das ist der Alex. Hängt er fest? Ne, hängt nicht fest. Mal schauen, ob hier irgendeiner das ERS komplett durchdrücken wird. Ja, Winkersch macht es schon extrem. Schokomelmen auch. Ja, aber irgendwie der Regen lässt doch noch auf mich warten. Ich dachte jetzt, nachdem es schon in der Einführungsrunde angefangen hat, würde es jetzt ein bisschen schneller gehen. Ich weiß, es ist erst eine Runde rum, aber man sieht jetzt gerade wieder gar nichts davon. Also, ja.
muss doch noch ein paar Runden auf dich warten vielleicht. Dann wird es noch ein bisschen spannender. Oh, hier hat Meister Gruppe ein bisschen innen aufgesessen. Und Kai will auch jetzt direkt diesmal schon an Schoko Melman vorbei. Stingray versucht es auch direkt, aber macht er nicht. Aber jetzt sieht man hier mehr Regen. Phil an Bad Reverend vorbei. Marfai auch an Holger. Oh, und der gerät da komplett ins Schlittern. Komplettes Heck verloren. Über die Strecke gerutscht. Aber konnte das Auto fangen. Stark gerettet. Holger ist extrem nah dran an Marfai. Oh, aber auch auftrack ein bisschen. E-Sports-Linie am Suchen. Ja, Kim.